Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Schön verbringen Sie den frühlingshaften Winterabend mit uns zusammen. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns Gast sind, meine Damen und Herren. Und erinnere mich doch thematisch an die berühmte Michelle Hunziker. Wie hat sie am Anfang von ihrer Karriere damals noch am Fernsehen in der Schweiz jeweils gesagt? Dranbleiben. Und nach diesem Lebensprinzip, sie ist das beste Beispiel dafür, hat sie es zu einigen gebracht. Und darum haben wir gefunden, für heute tun wir eine Schuppel Gäste zusammentrommeln, die genau nach dieser Lebenseinstellung gearbeitet haben und einiges für sich und für die anderen verändert haben. Dran geblieben sind die folgenden Gäste. Dieser Mann hat über 20 Millionen Menschen vor einem sicheren Hungertod gerettet. Als Insektenforscher hat er Methoden entwickelt, wo man mit natürlichen Finden das Afrika-Schädlinge bekämpft hat. Er ist einer der Letzten auf seinem Gebiet. Mit Herz und Leidenschaft baut er aus edlem Holz Pfeifen. Und das seit über 30 Jahren. Und dass sie ihren Beruf als Lokführer immer noch mit grosser Verantwortung und Leidenschaft macht, das ist eigentlich wie ein Wunder. Zweimal haben sich Menschen unter ihren Zug geworfen. Und meine Damen und Herren, der erste Gast wird nicht besser zum Thema passen mit dem, was er gemacht hat, als er. Er ist einer, der sich sagt, man muss jetzt primär nach Lösungen suchen und nicht bei einer Idee, die erste Probleme bringt, das Ganze schon kübeln, sondern eben dranbleiben. Und bei ihm ist der Anfang ein stinkiger Geissbock gsi. Und was genau daraus entstanden ist und was er damit gemacht hat, das erzählt er uns am besten selber. Herzlich willkommen, Roger Riner. Roger, schön, dass du da bist. Und Platz. Roger, engagierte Radiomoderator, verantwortlich für das Musikprogramm im Radio Zürichsee. Aber jemand, der eine Begegnung mit einem stinkigen Geissbock hatte und ihm eine Idee gebracht hat. Was ist genau passiert? Ich bin vor Jahren mal ins kleine Kleintal gefahren, auf Elm. Das ist dort, wo Vreni Schneider wohnt. Und unterwegs in Engi hat es auf der rechten Seite, neben der Strasse, ein kleines Gädeli, ein Stall. Und dort ist ein Geissbock gestanden. Und ich bin mit dem Auto vorbeigefahren und hatte die Fenster unten. Es war Frühherbst. Und der Duft von dem Geissbock, der ist auf die Distanz von etwa 10 Metern in mir ins Auto rein. Du sagst Duft, ich würde sagen Gestank. Das sind ja Tiere. Ja. Und Tiere schmecken, sie stinken eigentlich nicht. Weil es sind wirklich ganz lässige Tiere, die Geissböcke. Und dann war der Duft bei mir im Auto rein und ich habe ihn nicht mehr rausgebracht. Ich habe wirklich Fenster rauf, runter, Lüftung, und es hat wirklich nicht fein geschmeckt. Und dann kam mir die Idee, dass ich aus dem Duft eine Geschichte machen für Kinder, die den Duft vom Geissbock nicht kennen, dass sie das kennenlernen. Und dann bin ich heim und habe eine Geschichte angefangen zu schreiben. Das heisst, die Idee ist, ein Kinderbuch zu machen? Genau. Also eine Geschichte lautet wie, mit paar Worten? Das ist ein Geissbock, der eigenen Geschmack nicht so gut findet. Und er will eigentlich seine geliebte Geiss beeindrucken mit einem besseren Duft. Und so geht er sich einen Haufen. Sozusagen mit einem Rosenparfum. Genau, er geht einen Haufen Düfte ausprobieren und kommt dann am Schluss zur Rose und denkt, ah, Rose, der Duft der Liebe, das wird funktionieren. Und er geht also zu seiner geliebten Geiss, nachdem er sich gesuhlt hat in diesen Rosen. Und die Angekimmelte, die finden das gar nicht so gut und sagt, eigentlich hast du mir viel besser gefallen, so wie du böckelt hast. Genau, so wie du warst. Also man soll so bleiben, wenn man ist. Eine herzige Geschichte. Jetzt aber, die Idee war, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern die Düfte auch noch ins Buch zu bringen, ins Kinderbuch.
Genau, das kennt man von früher, von diesen Parfümmustern. Da haben wir uns als Kind schon ein Spiel daraus gemacht. Haben mit dem Grossvater, wenn er einen Mittagsschlaf gemacht hat, Parfümmuster den Backen gerieben. Und er ist dann verwacht aus dem Mittagsschlaf und hat nach irgendeinem Parfüm geschmeckt. Und das war dann die Lösung. Also, mit diesen Duftlack kann er den Duft in ein Kinderbuch hineinbringen. Gut, jetzt hat es das bisher in dieser Art noch nicht gegeben. Wie haben so die Umgebung, die Menschen, die das erzählt hast, reagiert? Ich habe immer so verrückte Ideen. Also die Leute, die um mich herum sind, die erkennen das. Ja, die sind schon durch alle Feuer gegangen. Genau. Die lassen sich nicht schüttern. Genau. Und also das Umfeld hat das sehr gut aufgenommen. Eben, die unterstützen meine Spinnereien. Aber es ist dann irgendwann mal darum gegangen, einen Verlag zu finden. Mhm. Und das ist wirklich ganz schwierig. Also für mich stellt sich noch eine andere Frage. Wie bringt man den Gestank oder den Geruch, wie du sagst, vom Geissbock entsprechend aufs Papier? Also, wie schmeckt das? Es ist ganz einfach. Man druckt das Buch wie ein normales Kinderbuch. Und am Schluss kommt ein durchsichtiger Lack obendrauf. Und in diesem Lack hat es ganz kleine, mikroskopisch kleine Kügel. Und der Duft ist in diesen Kügeln. Und erst, wenn man darüber reibt, öffnet sich die Kügel und dann fängt es an zu schmecken. Also, wenn das Buch im Regal steht, stinkt es nicht. Es würde ja jede Buchhandlung nach Geissbock schmecken. Würde niemand das gerne genau verkaufen. Voilà. Oder? Aha. Und jetzt muss man ja noch herausfinden, wie es schmeckt, wenn es böckelt. Ja, das muss man degustieren. Ah, mhm. Und ja, ich habe am Anfang dann der Firma geschrieben, es hat einen Haufen verschiedene Düfte drin, und Äpfel und Erdbeeren, und das hat es alles schon gegeben. Aber Geissbock hätte ich natürlich noch nie machen müssen. Mhm. Und ich habe dann verschiedene Duftmuster bekommen. Das hat am Anfang so extrem böckelt, dass es in kein Kinderbuch hineinpasst. Und ich musste dann immer degustieren und habe dann ihnen geschrieben, macht ein bisschen mehr Heu, ein bisschen weniger Exkrement. Und am Schluss ist es jetzt ein angenehmer Geissbock. Und wer hätte das alles müssen ausprobieren? Also das, alle so im Umfeld. Die alle müssen schmecken. Du hast da so ein paar Karten mitgebracht. Die schmecken dann, wenn man reibt. Dran reibt. Genau, und schmeckt. Jetzt nimmt es mich Wunder im Publikum, ob die wissen, wie es böckelt. Degustation. Wollt ihr mal ein bisschen schmecken dran? Man muss entsprechend reiben und dann schmeckt man den Geissbock. Vielleicht euch ist fein. Euch gebe ich Erdbeere. Wie schmeckt es so? Ich schmecke nach Geissbock. Ja. Nach Geissbock? Ja, unangenehm. Möchtet ihr euer Kind damit beglücken? Ja, das ist ja eine gute Lerngelegenheit. wie ist es für euch gewesen? Jetzt ein bisschen etwas geschmeckt. Ich habe es schon gekannt, ja. Ich habe es geschmeckt, es böckelt richtig. Es böckelt. Man ist zufrieden. Und wie ist es bei der Erdbeere? Fein. Fein? Ja. Aha. Also Kinderbücher, die schmecken, etwas völlig Neues. Also ich habe es schon gekannt vom Gotteskind. Das hat so eins daheim. Ja. Ja, darum ist es auch ein Bestseller geworden, oder? Ganz offensichtlich. Und hat nicht nur wunderschön geschmeckt, sondern auch die entsprechenden Bilder. Jetzt gibt es sicher Eltern, die sagen, ja, aber ist dir das nicht giftig? Das ist so. Das ist am Anfang eigentlich die Angst von allen Verlagen, wo ich fragen bin. Aber wir haben den Inhaltsstoff definiert und deklariert überall. Und wenn ein Kind die Hände waschen tut, zum Beispiel mit Seife, dann ist das ein hundert- oder tausendfaches mehr mit Chemikalien in Berührung, als wenn es darauf reibt und schmeckt. Gut, in Amerika muss man sicher vorne hinschreiben, man darf das Buch nicht kochen, man darf nicht mit dem ersten Stock rausgumpen. Aber bei uns ist es okay. Der Verlag war das Problem, hast du gesagt. Wie ist es denn am Schluss zu einem Abschluss gekommen, dass man das Buch produzieren konnte? Also ich hatte die Idee, hatte die Geschichte, habe dann den Illustrator gefunden, Patrick Mettler, der die wunderschönen Zeichnungen gemacht hat. Und danach war der Verlag das Problem. Und ich bin dann mit dieser Idee, mit ein paar Skizzen und der Geschichte, auf Frankfurt, der Buchmesse, und habe dort mit etwa 20 Verlagen Gespräche abgemacht. Und dort muss man sich vorstellen und will einen Verlag haben. Und das ist ausnahmslos, hat es geheißen, nein, Herr Riener, das geht nicht. Das ist viel zu teuer in der Produktion. Das wird kein Mensch kaufen. Und einfach No-Go. Wie schwierig ist es denn, den Glauben an die Idee zu behalten? Also dann senkt man den Kopf und verlässt mal das Spielfeld als erstes und denkt, die werden ja recht haben. Das sind ja die grössten Verlage in Sachen Kinderbücher. Genau.
Aber irgendwie habe ich gedacht, die Innovation von einem schmöckigen Buch, das muss funktionieren. Und ich habe dann nicht aufgegeben und habe einen Verlag zu Glaris gesucht, einen ganz kleinen Verlag. Den gibt es seit 160 Jahren. Und der hat sich dann bereit erklärt, bei dem Abenteuer mitzumachen und ist dann damit belohnt worden, dass er nach 160 Jahren den ersten Bestseller hatte. Dank dem stinkenden Geissbock. Die Frage ist jetzt die, Roger, was ist die Moral für dich von dieser Geschichte? Es gibt so, unter Manager gibt es das Sprichwort oder einen Satz, jedes dritte Projekt funktioniert. Das ist natürlich statistisch völliger Schwachsinn, oder? Weil das kann man nicht auf jedes Projekt abwälzen. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dann gibt einem das ein bisschen Spielraum, um nicht aufzugehen nach dem ersten Projekt und zu sagen, ich bleibe dran und ich probiere es noch einmal und ich probiere es noch einmal. Und das Schönste eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist nicht der finanzielle Aspekt, weil ich investiere immer den ganzen Gewinn ins nächste Projekt, also ist es eigentlich egal, ob es finanziell funktioniert. Aber das Schönste war wirklich, dass man all die, die gesagt haben, nein, Herr Rinner, es geht nicht, nein, Herr Rinner, das funktioniert nie, die sind dann in der Bestsellerliste hinter mir gewesen, wo wir auf Platz 1 waren. Das ist das Schönste. Das ist gut. Das ist gut. Also, das Prinzip, dranbleiben, das funktioniert. Der Geissbock geht schon um die Welt. Jetzt, Charlie heisst dein Kind. Jawohl, der Junior. Ja. Ja. Jetzt, der Junior wird jetzt als stinkiger Geissbock in der Schule schikaniert. Das war wirklich ein bisschen Angst von mir. Ich habe eben dem Protagonist den Namen von meinem Sohn gegeben. Aber es ist eigentlich umgekehrt. Überall, wo, also, er wird überhaupt nicht gecancelt, sondern überall, wo ich herkomme, wenn ich irgendwo herkomme, heisst es, ah, der Geissbock. Also, das ist mir, also, es bleibt bei mir hängen, nicht beim Junior. Aber du wäschst dich regelmässig. Also. Ja, das mache ich häufig. Ja. Mhm. Es ist spannend, noch kastrierte Geissböcke stinken nicht. Ich lasse das jetzt einfach stehen. Was du mit dieser Nachricht anfangen willst, überlohne ich dir. Danke für die Information. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank, danke lieber Roger, für den Besuch. Schöne alles Zeit. Gute. Danke. Ciao. Ja, kastrierte Geissböcke stinken nicht. Eine ganz andere Geschichte möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar, wenn man ja jeweils einem Radio Verkehrsmeldungen hört, dann, wenn es um Schienenverkehr geht, hört man immer wieder, Linien sind zu oder es gibt Verspätungen wegen einem Personenunfall. Im Klartext ist dahinter eine tragische Geschichte. Es hat wieder einmal ein Mensch sein Leben wollen beenden, indem er vor einen Zug gesprungen ist. So tragisch das für die Person ist, die sich das Leben nimmt, es gibt auch noch andere Opfer, nämlich die Person, die vorne im Führerstand steht, die in diesen Sekunden sieht, dass sie nichts mehr verändern kann, dass sie nicht ausweichen kann und dass sie jetzt mit ihrem Zug einen Mensch überfährt und tötet. Das ist meiner nächsten Gesprächspartnerin passiert. Nicht nur einmal, sondern innerhalb von 3 Monaten zweimal. Wie man mit so einem Ereignis umgeht und trotzdem dranbleibt und immer noch im Führerstand ist, das erzählt uns jetzt. Herzlich willkommen, Christina Engler. Frau Engler, schön, dass Sie da sind, nehmen Platz. Frau Engler, als junge Frau oder als Mädchen schon immer der Traum gehabt, mal vorne in der Loki zu stehen und die zu fahren? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich immer Pilot werden. Ich komme aus einer Bändlerfamilie und habe immer gesagt, ich gehe nie zur Eisenbahn. Nein, das mache ich nicht. Ja, und jetzt ist es halt gleich so, jetzt bin ich Schotterpilot. In dem Sinn Zugspilotin, ja. Genau. Was ist die Faszination von diesem Beruf? Weil ich denke mir immer, es ist wahnsinnig verantwortungsvoll. Man hat hunderte von Leuten in einem langen Zug, wo man muss schauen muss, dass die gut ankommen. Man ist dauernd unter Stress, dass man nicht verspätet sein darf. Was macht es denn aus, dass man das so gerne macht? Es ist irgendwie die Faszination vom Unterwegs. Also ich habe ein fahrendes Büro.
Vorher war ich x Jahre am Billett schalten und ich habe nie so erlebt, zum Beispiel, wie sich die Natur verändert. Oder einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Oder wenn ein Sturm kommt, das ist auch noch ganz speziell. Es ist einfach das selbstständige Arbeiten, das Unterwegssein. Ich sehe meinen Chef eigentlich nie. Also vielleicht einmal im Jahr kommt er mit und schaut, wenn ich arbeite. Und sonst habe ich meinen Frieden. Und eben die Verantwortung auch, die Leute, die man dann transportiert. Und ja, speziell, wirklich speziell. Die Ausbildung ist relativ komplex, es wird einiges verlangt. Und man weiss, statistisch passieren sehr viele solche Personenunfälle. Also Menschen, die sich das Leben nehmen und das machen, indem sie vor den Zug kommen. Wird man in der Ausbildung auch auf so eine Situation vorbereitet? Man hat einen Tag, wo Umgang mit Stresssituationen ist. Ich sage einfach, vorbereiten, ich glaube, kann man niemand. Es ist so individuell, wie man dann reagiert. Es ist einfach, es wird einem gesagt, was abläuft, nachdem was es passiert ist. Also, dass eine Polizei kommt oder ein Staatsanwalt, einfach so die Maschinerie. Und das Reagieren selber, es wird einem gesagt, du solltest das und das machen. Aber schlussendlich reagiert jeder so individuell. Also ich denke, vorbereiten ist fast nicht möglich. Fahrt die Angst mit, dass es einmal passieren könnte? Weil man weiss, statistisch als Lokführer oder Lokführerin während der ganzen Arbeitslebenszeit passiert das vielleicht anderthalb Mal. Hat man den Gedanken immer ein bisschen bei sich? Also ich persönlich ja, weil ich aus einer Berner Familie komme und ich das auch schon in der Familie miterlebt habe und nachher auch am Bahnhof, wo ich im Billettschalter war. Und ich habe mich dort einfach darauf vorbereitet, dass wenn ich auf den Zug, auch jetzt noch, wenn ich auf den Zug komme, wir haben ja verschiedene Loken, die sind alle etwas anders in der Bedienung. Ich überlege mir jedes Mal, wo ist die Lok, das Horn, also wo kann ich hornen und wie mache ich eine Schnellbremsung. Die hätte ich machen müssen, 2 Jahre ist es her. Genau. Wie hat er die letzten Sekunden in Erinnerung, wo das passiert ist? Also ich weiss von den Daten, von den Fahrdaten, das ist 16 Sekunden gegangen bis zum Stillstand. Und ich glaube, ich habe noch nie so lange 16 Sekunden gehabt. Ich habe wirklich nicht mehr gespürt, dass der Zug bremst. Ich habe das Gefühl, er fährt und fährt und fährt und es passiert nicht mehr. Also das Gespür verändert sich, die Wahrnehmung. Man bekommt das gar nicht mit. Hat man ein Bild von dem Menschen, der jetzt vor dem Zug kumpelt? Also ich hatte eigentlich bei beiden ein Unfallsbild, weil es am helllichten Tag war. Ich habe alles gesehen. Ich musste nachher der Polizei eine Personenbeschreibung abgeben, wie die Person ausgesehen hat. Und die Bilder die verfolgen einem noch recht lang. Also es ist wirklich wie ein Film, der immer wieder anfängt von vorne und man sieht es von Neuem und immer wieder. Das erste Unglück ist passiert. Wie geht man da von dem Ort des Geschehens weg oder wie verarbeitet man das? Wie ist das bei euch? Also ich hatte es gut. Ich habe eigentlich noch vor der Unfallstelle den Eltern angerufen und einfach gesagt, was ist passiert. Und ich melde mich dann wieder, wenn sie mich abholen können. Und meine Eltern sind mich dann wirklich abholen auf der Polizei und haben mich dann auch zu sich heimgenommen und haben eigentlich wirklich geschaut, dass ich nicht gross allein bin, haben mich probiert abzulenken. Man hat dann im Normalfall auch ein paar Tage frei, wenn man das will. Das habe ich dann gemacht. Ich fand, mal ist gut, einfach ein bisschen Abstand, bevor man wieder probiert zu fahren. Seid ihr zurück an die Unfallstelle? Ich bin, bevor ich wieder gefahren bin, nach dem ersten Unfall und auch nach dem zweiten, ich bin auf der Unfallstelle. Ich wollte einfach sehen, es ist alles weg. Der Zug ist weg, die Polizei, die Feuerwehr, der Bahnhof ist wieder so, wie ich es kennt habe. Und es war irgendwie auch wie ein Abschied nehmen. Also wie ein Ritual, das ich einfach gemacht habe für mich. Der hat gesagt, man hat ein klares Bild von dieser Person. Verfolgt ihm das auch zur Nacht? Also ich habe nie von meinem Umfeld geträumt, aber ich habe geträumt, dass ich bis zu 5 Leute befahre in der Nacht. Und das war dann nicht mehr sehr erholsam. Also massivste Schlafprobleme waren dann die Folge. Und beim ersten Unfall hatte ich eine Weile lang wirklich das Gefühl, die Person stoppt bei uns im Schlafzimmer. Also ich habe dann wirklich das Licht angelassen zum Schlafen, bis die Mama gefunden hat, du, sag mal, geht es noch? Und dann habe ich ihm das gesagt und dann habe ich gefunden, jetzt sagt er, sie spinnt. Oder? Dann hat er gesagt, du, schau es doch anders an, vielleicht ist sie wirklich da und will sich einfach bei dir entschuldigen, was sie dir angetan hat. Dann habe ich gefunden, ja, okay, wäre noch ein interessanter Gedanke. Ich fand, ich nehme jetzt die Entschuldigung an, die hat es vereint. Nimm deine Heugabeln oder deinen Heiligenschein und gang. Und von diesem Weg war es gut, habe ich wieder schlafen können.
Wie wichtig ist es auch, mit Kollegen zu reden? Das ist enorm wichtig. Das hat mir am meisten geholfen. Weil die verstehen das auch, die können einem noch empfinden. Auch solche, die es noch nicht erlebt haben, die wissen irgendwie gleich, ja, sie können es sich einfach besser vorstellen als irgendjemand, der nicht vom Fach ist. Wie war es für euch, wieder in den Zug zurückzugehen? Ist man da dauernd auf dem Gehweif in der Angst, dass etwas Ähnliches passieren könnte? Also, am Anfang habe ich gedacht, ja, ich mache es eigentlich noch recht gut. Ein bisschen nervös, das schon. Aber es ist eigentlich gegangen. Und es ist dann mit mir schleichend so gekommen, dass ich regelrecht die Panikattacken bekommen habe, wenn ich durch die Bahnhöfe durchfahren musste, wo Leute auf dem Perron gestanden sind. Das ist der reinste Horror geworden. Da ist jeder, der irgendwie potenziell schon mal verdächtig war. Und jeder, der etwas zu nah am Perronrand gestanden ist, hat bei euch eine Angstattacke ausgelöst? Effektiv. Oder etwas zu fest geschaut hat. Oder einfach mich irgendwie an die Person erinnert hat. Und dann wirklich schweissnasse Hände, Herzrasen, Magenweh. Also echt schlimm. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist etwas nicht mehr gut. Jetzt stimmt etwas nicht mehr. Der hat euch aber wieder aufgerappelt und hat gesagt, ich will dranbleiben, ich will in den Führerstand zurück. 3 Monate später ist es zum zweiten Mal passiert. Was hat das Ereignis jetzt bei euch ausgelöst? Also dort weiss ich noch während der Bremsung, ich bin so hässig geworden. Ich habe geflucht auf dieser Lok. Zum Glück bin ich allein gewesen. Es war nicht mehr jugendfrei gewesen, weil ich einfach in dem Moment gewusst habe, all das, was ich jetzt mir wieder aufgekrampft habe und aufgeraffelt habe, das ist jetzt wieder weg. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Und ich war so hässig auf die Person in diesem Moment. Also eigentlich macht jemand, der verzweifelt ist und mit seinem Leben nicht mehr zurückkommt und den Ausweg sucht, indem er sich vor einen Zug wirft, jemand anders zum Opfer. Habt ihr euch auch ein bisschen als Opfer gesehen von diesen Personen? Ja, also man wird eigentlich fast wie missbraucht. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist fast wie missbraucht werden, um etwas zu machen, was man nicht will. Und die Ohnmacht, du weißt genau, ich bremse jetzt, ich pfeife und es ist chancenlos, du kannst nichts machen. Und du bist ein Opfer, weil ich habe nie gedacht, die Folgen mit diesen Panikattacken, Schlafstörungen, dass das so extrem sein kann. Damit verbunden mit so einem Unfall ist ja logischerweise im Rechtsstaat auch ein kompliziertes Protokoll. Wie empfindet man die ganzen Strapazen nach einer behördlichen Art? Das ist eigentlich auch recht schlimm, weil im ersten Moment ist der Lokführer auf der Anklagebank. Also es kommt die Polizei auf den Platz und in den meisten Fällen wird ein Alkohol- und ein Drogentest gemacht. Und auch wenn ich weiss, ich habe nichts getrunken, außer irgendwie mein Wasser und es ist alles gut, man ist so an einem Zeugin, also mir hat es einfach nur noch hässig gemacht, weil ich mir gedacht, hey, ich habe nichts dafür und jetzt werde ich da quasi noch wie beschuldigt und muss mich da noch beweisen. Und auch das Protokoll ist, es kommt sehr auf die Person drauf an, was macht, aber es ist schon belastend, weil zum Teil, wenn die wissen, Sachen wissen, wo ich einfach finde, ich weiß es nicht mehr, ich habe mich nicht geachtet oder es interessiert mich schlichtweg nicht. Was hat euch das Vertrauen gegeben, trotzdem weiterzufahren, wieder zurückzugehen und jetzt immer noch, glaube ich, mit grossem Engagement als Lokiführerin unterwegs zu sein? Also das eine ist die Hilfe der Kollegen. Also ich bin dann auch begleitet gefahren am Anfang, einfach mit Kollegen zusammen. Zuerst mitgefahren, dann selber gefahren. Dann ist der Kollege vielleicht einmal aus dem Führerstand raus, dass ich wieder einmal allein war. Aber immer ja gewusst, er ist da. Und so habe ich mir das wieder aufgebaut und einfach wirklich müssen sagen, ich habe es jetzt zweimal gehabt, ich habe die Statistik eigentlich erfüllt, das sollte mir nicht passieren. Ja, man weiß es nicht, aber einfach positiv denken. Und der Grind hat man es nicht zugegeben, ich habe die Ausbildung nicht gemacht, dass man sie irgendjemand anders kaputt machen kann. Also es war auch so ein bisschen eine Reaktion, ich lasse jetzt nicht durch die Hoffnungslosigkeit von jemandem anderem mein Leben so verändern, dass ich nachher muss in dem Sinn Konsequenzen tragen. Genau, das habe ich gefunden, das sehe ich nicht ein. Das kann es nicht sein. Geht es den meisten von euren Kollegen ähnlich oder seid ihr eine Ausnahme? Also ich habe ja aufgrund von diesem Unfall die Lokführer Selbsthilfe Schweiz gegründet, weil es das so noch nicht gibt. Und habe viel Kontakt mit Betroffenen. Hauptsächlich sind es ja Männer, Frauen sind in der Unterzahl. Und man merkt schon, Männer haben eigentlich die gleichen Probleme. Also wir sind nicht die coolen Typen auf der Lok, die einfach mitmachen, wie wenn nichts gesehen wäre. Es beschäftigt jeden irgendwie. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger, aber es hat jeder damit zu nagen.
Und darüber zu reden, das ist das Wichtigste. Und in dem Sinne auch ausdrücken, wo man Angst hat und vielleicht auch Trost finden, bei jemandem, der etwas Ähnliches erlebt hat. Ich denke, das ist sehr wichtig, ja. Ich drücke euch und euren Kollegen fest den Daumen, dass andere Menschen einen anderen Ausweg finden aus ihren Problemen, als vor einen Zug zu kommen. Alles Gute. Danke vielmals. Christiane, merci. Danke. Ja, verrückte Geschichte, die unseren Alltag da hat. Jetzt machen wir einen totalen Themenwechsel. Raucher in unserer Gesellschaft, die haben es ja schwierig. Also, Gesundheitsapostel sagen mit Recht. Und trotzdem, allen Verbot zum Trotz, gibt es wieder so eine kleine Renaissance, wenn man an das Schmauchen von feinem Tabak und an das Ausblasen von blauem Rauch denkt. Und zwar im Zusammenhang mit dem Pfeife rauchen. Es gibt immer mehr, die wieder an dem den Plausch finden. Ja, so ein bisschen zückern. Es ist ja wahnsinnig gemütlich, die Pfeife rauchen. Sie sind immer beschäftigt mit ihrem Tubacken. Nur, es gibt fast niemand mehr, der in der Lage ist, so elegante, schöne Pfeife zu machen. Wir haben aber jemanden gefunden, und das ist mein nächster Gesprächspartner, der seit 30 Jahren dran bleibt. Ursprünglich als Möbelschreiner ausgebildet, macht er die schönsten Pfeifen und ist einer der letzten in der Schweiz und einer der besten in ganz Europa. Herzlich willkommen, Roman Peter. Herr Peter, guten Abend. Schön, sind Sie da? Breite, schicke Schurz. Ja. Ist das etwas wie Pfeifenbauerausrüstung? Ja, es gibt keinen Handel für oder eine Berufsbekleidung für den Pfeifenbauer. Also habe ich sie mir selber machen vor 30 Jahren. Ist das aus einem stinkigen Geissbock? Oder? Ja, stinken tut sie nicht mehr. Nein, der war wahrscheinlich kastriert. Nehmt Platz. Wie seid ihr, Herr Peter, überhaupt auf das Rauchen gekommen? Wie ich? Zuerst einmal mit der Niele. Ja, ich glaube, Niele ist Mode ist etwas Erste gsi. Aber nein, es ist die Menschen, die Pfeife geraucht haben, die hat mich immer fasziniert. Das sind interessante Menschen gsi. Das hat mich angezogen und ich wollte es dann auch wollen machen. Ich habe dann auch Pfeife geraucht. Hat es in der Familie auch Pfeiferraucher gegeben? Ja, der Vater hat Pfeife geraucht, ja. Und er hat dann aufgehört, weil er ist Architekt war und der Tabak ist immer oben rausgekommen und hat Löcher in Plänen. Das brennt. Ist nicht so optimal. Und ja. Er hat dann mir seine Pfeifen eigentlich dann vermacht. Ja. Also, der hat sozusagen einem Vater seine Pfeife gegeben. Gibt es ja. Die immer noch? Ja, das ist die kleine, feine. Okay, ganz eine dünne Wand. Ja, und sie sieht sehr aber dünn. Aus wie neu. Ja, jetzt habe ich sie ein bisschen poliert heute. Ihr seid eurem Berufsstolz auch verbunden und habt daraus wieder etwas gemacht. Jetzt, Pfeifenbauer kann man ja nicht lernen. Ihr habt Möbelschreiner gelernt. Wie kann man sich das Handwerk aneignen? Gute Erfahrung mit dem Holz habe ich gehabt, die Bearbeitung. Und in der Lehrzeit, ja, habe mir auch gerne eine schöne Pfeife gewünscht und hatte Stütze nicht dazu gehabt. Und dann habe ich mir dann halt die Pfeife selber gemacht. Aber ganz zufällig wirklich bin ich auf das Holz gestoßen. Das ist nicht üblich. Auf was für Holz? Nämlich ein Stück Pfeife. Das ist, das denke ist mir noch Brühe interessant. Holz. Das ist das Holz, das man seit 160 Jahren benutzt für Pfeife. Wie heißt das noch genau? Bruyère. Also Bruyère-Holz. Wir haben so einen Knebel, aber das sieht also aus wie eine komische Frucht. Was ist ja, das genau. Denn für ein Geschwür? Das ist, also im Fachausdruck ist Erika arborea, also es ist ein Erika-Strauch, verwandt mit unserer Erika in der Schweiz, wächst aber im Mittelmeerraum und es ist ein Strauch, der etwa 5 Meter groß wird und hat zwischen dem Stamm, also da ist dann der Stamm und unten sind die Wurzeln, hat der so ein Geschwür und aus dem Geschwür macht man Pfeife, ja. Okay. Und wieso jetzt gerade aus dem, was hat das für Eigenschaften, das Holz? Der Strauch der wächst in sehr kargen Böden, steinigen Böden und ist deshalb sehr kieselsäurehaltig, also resistent gegen das Feuer. Man kann mit hohen Temperaturen rauchen. Also man hat einen Kern, wenn man schön relaxed raucht, etwa 500 Grad. Und die Pfeife, die hat jetzt nur 3-4 mm dicke Wand.
Aber das erstaunt mich immer, wieso brennt das nicht durch? Holz brennt ja und eine Pfeife hat im besten Fall. Länger das ist, dank dem sozusagen feuerresistenten Holz. Könnte man den auch aus Nussbaum oder aus Kirsche Pfeife machen? Ja, also man muss schon schauen, was für ein Holz. Sonst brennt die Pfeife schneller als der Tabak. Aber das Brüheholz, das brennt natürlich auch, wenn man in die Schmiede geht. Aber wir bilden eine Kohlenschicht in dieser Pfeife und die Kohlenschicht ist dann nachher schützend zum Holz. Mhm. Und wir müssen sie entsprechend pflegen. Jetzt bekommen wir so einen Knebel. Wie alt sind denn die Holzscheitereiweile, die ihr einkauft? Ja, etwa 30 bis 40 Jahre alt, wenn man sie zum Boden ausnimmt. Mhm. Und jetzt, wie entsteht daraus eine Pfeife? Also, wir haben eigentlich sozusagen eine neue Werkstatt hier ins Studio gebracht. Vielleicht gehen wir am besten rüber und dann kann man sich das noch besser vorstellen. Also, es ist ja für uns eins fast nicht nachvollziehbar, wie man denn aus so einem Knüppelholz so ein wunderbares Werk macht. Wie fällt ihr an? Also, das ist mal der Coupeur, der das zuschneidet. Man muss sich vorstellen, das ist eine sehr wilde Struktur da drin, mit Sandnestern und Schwundriss. Und daraus eine Regelmäßigkeit zu finden, ist sehr selten. Also wenn man dann eine Struktur hat, so wie hier, schön straight grain, sagt man dem, dann ist das etwas Seltenes. Und ich versuche natürlich nur das zu finden und zu machen. Und der Coupeur, der schneidet das genau so raus, wie ich das will. Also aus diesem Klotz macht der nachher sozusagen solche Tütschung. Genau. Und jetzt muss man ja sich klar werden, wie man da Pfeife daraus macht. Der nächste Schritt ist welcher? Ja, da habe ich eine Idee oder einen Auftrag von einem Kunden. Und dann gehe ich mal ins Lager schauen, ob ich die Form irgendwo in dem Holz finde, in dieser Struktur. Und dann wird drauf gezeichnet. Da hat es eine Zeichnung drauf. Ja, genau, da habe ich mal angefangen. So drauf, was ist oben und was ist unten? Ja, das ist beides. Also das ist unten und das ist oben. Okay, so muss man es haben. Ja. So. Also, ihr macht euch aufgrund des Holz, ihr seid eigentlich wie ein Designer. Ja. Gibt es da auch modische Strömungen, dass jetzt Pfeifen wieder etwas ründer werden oder etwas eckiger oder ähnlich wie die Auto plötzlich hinter so ein Fliessdeck bekommen? Nein, es sind eher ganz andere Aufträge. Also, das sind dann Kunden, die dann kommen und sagen, ich will explizit eine, die steht. Oder sie darf nicht mehr als 40 Gramm sein. Aha. Oder ich habe lockere Zähne. Ja, zum Beispiel. Dosen, sonst gehen wir Zähne aus beim Zigarettenrauchen oder beim Pfeifenrauchen. Jawohl. Jetzt muss man das ja ausschneiden. Wie geht das? Also ich zeichne es auf, ich schneide das grob aus, mache eine Bohrung. Das ist das Einzige, was maschinell ist. Da haben wir nämlich einen Blick in euer Atelier können werfen, wie ihr mit diesen Möglichkeiten jetzt mit euren Schnittgerät könnt den Pfeifenkopf mal aussagen. Das ist ja ziemlich heikel, weil wenn man da nicht aufpasst, dann ist nachher alles kaputt. Ja, oder der Finger ab. Oder der Finger ab, ja genau. Das ist das klassische Drama eines Schreiner, wo wir hoffen, dass es euch nicht passiert. Also das wird wirklich minutiös nachher mal ausgesagt. Genau. Und dann überkommt man anschliessend so einen Klotz, wie wir ihn jetzt hier haben. Das sieht jetzt noch nach einer archaische Pfeifen aus, oder? Das ist sehr grob, ja. Mhm. Dann werden Bohrungen gemacht. Man muss ein Loch bohren, also man kann den Tabak hineinschoppen und eins, dass man kann daran zückeln kann. Ja, genau. Und wie ist es denn mit der Fortsetzung, das, was man in die Schnüre nimmt? Genau, Schluss? Das Mundstück, das ist dann aus Ebonit. Ebonit ist was? Ebonit ist ein vulkanisierter Hartgummi. Einer der ersten Kunststoffe, die man erfunden hat. Also das ist die Röhre? Die Röhre, genau. Die muss man auch durchbohren. Ja, das Löchchen. Und die wird von allem Anfang an schon mit der Pfeife zusammengesteckt. Ganz genau. Das muss ein Guss sein. Also das wird auch im rohen Zustand zusammengemacht. So. Und dann wird schön geformt. Und das Zwischenstück, das Weiße? Das ist Antilopenknochen. Das ist mein Markenzeichen von der handgemachten Pfeife. Also das ist sozusagen euer Designer-Zeichen. Ganz genau. Antilopenknochen? Ja. Früher hatte ich Elfenbein. Aus alten Klaviertasten Sachen rausgeschnitten oder Rasierpinselhalter. Versagen, ja. Und so die Ringe gemacht. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, die Kunden wollten das auch gar nicht. Und ich bin auch nicht mehr so dahinter gestanden. Und habe dann die Knochen eigentlich gefunden.
Und das ist sehr ein dichter Knochen von den Antilopen. Und wenn man das poliert, dann sieht das eben auch fast aus wie ein Elfenbein. Gut, jetzt sind wir aber noch weiter weg von der eleganten Pfeife. Ja. Was passiert jetzt? Dann wird nur noch gefielt. Gefielt? Dann wird das so aufgesteckt. Wie lange fielt man denn so an der Pfeife? Ja, also das Raspeln, das geht so eine halbe Stunde bis eine Stunde. Dann aber ist die grobe Form da. Geht ja noch tiefig. Ja, das schauen. Geht dann so. Okay. Aber man muss die Form schon sehr genau im Kopf haben, oder? Genau. Also, früher hat man natürlich noch Hilfslinien gemacht oder dies oder jenes, aber nach 30 Jahren Fielenführung, da hat man das Gefühl dafür, man weiß genau, was man nehmen muss. Und dann geht das so Rediputz wie bei einem Koch beim Rüebli-Schnetzeln. Aber in der Halbstunde ist die Pfeife nicht fertig? Nein, nein. Aber auch das Raspeln, die grobe Form ist da. Und dann geht es wie weiter? Und dann kommen dann die feineren Fielen und Schleifpapier und wieder Schleifpapier und wieder Schleifpapier. Was ist denn die nächste Feine? Das ist die Feine. Die kann ich noch mal euer Kunstwerk verkleben? Ja, also da muss man einfach hier runde Kanten machen. Ganz genau. Bei euch hat es gesprudelt, bei mir passiert gar nichts. Ja, gut, Chef. Und da schafft man dann wie manche Stunden dran. Also, ui, jetzt, das ist gut, hä? Ja, so geht es also, ein bisschen länger, ja. Ja. Wie manche Stunden? Ein Tag, 8 Stunden. Aha. Zwischen 6 und 8 Stunden. Und was kostet das Produkt am Schluss? Das ist zwischen 400 und 2000 Franken. Gibt es Kundschaft, dass die seit all diesen Jahren, 20 Jahren, seit der Selbstständigkeit davon leben? Ja. Wer kommt denn so in den Laden? Ja, da kann ich jetzt nicht explizite Namen sagen. Nein, aber was für eine Art von Leuten? Ja, das sind ganz spezielle, interessante Leute. Das ist, also, das ist einerseits die Liebe zum Arbeiten, zum Handwerk, aber auch die Liebe zu diesen Leuten. Das ist so interessant, mit diesen Pfeifenrauchern zu diskutieren. Also da diskutiert man über die Feinheiten von der Form? Genau, also da kommt nicht auf den Auftrag oder den Auftraggeber und sagt, das hätte ich gerne. Und das hätte ich gerne übermorgen gehabt. Sondern da wird philosophiert. Ich muss die Pfeife haben, um nebenan am Computer anzustellen. Oder wissen Sie, dann hat man eine Pfeife, die aus der Studentenzeit, wo einem das Herz gewachsen ist und man will wieder genau die gleiche haben. Das ist immer ein Philosophieren. Also das ist nie so ein, also das ist irrsinnig, mit diesen Leuten können zu diskutieren in der Werkstatt über diese Pfeife. Und wie viele Pfeife habt ihr selber? Also von mir selber, die ich gemacht habe? Nein, bei euch in der Sammlung. Ihr raucht ja nicht mehr an. 150 Pfeife. 150 Pfeife. Ist das auch eine von euch? Die sieht ein bisschen schwierig aus. Ja, ja. Hat er da... Da ist der Hund dahinter gegangen. Der hat das war ein Kundenauftrag. Und, ich habe sie auf den Stuhl gelegt und der Hund hat sie geschnappt. Wo ich am Telefon war und dann war es nicht mehr so gut. Es war eine 1000-fränkige Pfeife, also eine teure Pfeife. Und ich habe dann wieder eine neue gemacht und dem Kunden die neue dann gegeben. Und habe dann die für ihn gezückt und gesagt, ich hätte dann da noch ein günstigeres Modell. Ja, ein Occasionsmodell, vom Assistent speziell bearbeitet. Genau. Jetzt aber, das glänzt alles noch nicht. Tut man am Schluss noch ein bisschen Nagellack drüber, dass die Pfeife so schön aussehen? Nein, die werden so fein geschliffen, bis sie glänzen. Und wenn man mit dem Schleifpapier aufhört, dann fährt man weiter mit Bimsmehl. Und das Bimsmehl ist in Wachs gebunden und da gibt es schon automatisch einen Glanz. Also es ist ganz, ganz feines Schleifen noch, bis sie einfach glänzt. Und weil das Holz keine Poren hat, also keine sichtbare Poren, kann man das eben so hoch auf glänzig machen. Weil Poren würde das Licht unterbrechen. Wenn man so ein engagierter Handwerker ist wie dir, tut es einem dann manchmal schon weh, wenn man so ein Wunderprodukt, wie wir dort so ein paar ausgestellt haben, dem Kunden weitergibt? Nein. Nein, überhaupt nicht. Weh tut es erst, wenn es den Kunden nicht schön pflegt oder ein Loch durchbrennt oder irgendwie nicht so geht. Dann hat man das Gefühl, die Wertschätzung ist nicht da vom Handwerk. Rockt eure Frau auch Pfeife? Sie hat 2-3 Pfeifen, aber raucht nicht so viel, nein. Und reklamiert sie zwischendurch, wenn sie immer daheim nach Tabak schmeckt? Nein, außer die Creme geht ganz streng, so einen Elefantendung oder so. Ja, kann man das auch rauchen? nein. Ja, so. Vielleicht und rechnet. Ja. Aber das gibt es jetzt nicht bei euch als Tabakmöglichkeit.
Hat es mehr Interesse bei jungen Leuten in den letzten Jahren wieder ja. beim Pfeifenrocken? Ja, man sieht das immer mehr. Dass sie Freude haben, wieder so einen Moment auch suchen, wo man entspannen kann, ein bisschen sitzen und tubäckeln. Ja, das kommt wieder. Ja. Also Pfeifenrocken sind gemütliche Macher auch. Ja. Ganz ja. herzlichen Dank, Herr für den Besuch und den Einblick in ein wunderbares ja. Handwerk. Alles Gute wieder in Danke. Viel Erfolg. Ja. Tschüss. Bitte, bitte. Dann. Jetzt machen wir einen Gump nach Afrika. Und zwar ist eigentlich dort eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel Maniok. Und Maniok, wenn da eine Ernte ausfällt, führt das ganze grosse Gebiet zu schweren Hungersnöten. Und der grösste Find vom Maniok, das ist ein Laus, ein Schmiermaus-Laus. Und genau die führt dazu, dass im ganzen Gebiet plötzlich der ganze Maniok vernichtet wird. Dass das heutzutage nicht mehr der Fall ist, da hat mein nächster Gesprächspartner eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und zwar ist er als Insektenforscher und Agronom hat er überlegt, was kann man machen, damit dass die Laus ihr Unwesen nicht weiter treiben kann, und ist auf die Lösung gekommen. Er macht nämlich diese Laus mit einem Wespengaraus. Was da alles dahinter gestanden ist, wie lange, dass er müssen sagen, ich als Forscher bleibe dran, das wird er uns jetzt erzählen. Und nicht zuletzt ist er ausgezeichnet worden, ganz kürzlich, mit dem alternativen Nobelpreis für die Leistung. Denn er hat damit Millionen, man redet von über 20 Millionen Menschen, das Leben gerettet. Herzlich willkommen, Hans-Rudolf Herren. Herr Herren, willkommen. Schön, seid ihr da. Hallo, nehmt mal Platz. Herr Herren, ihr seid im Wallis aufgewachsen als Bauernsohn, habt nachher Landwirtschaft studiert und seid Insektenforscher geworden. Ich habe mich immer gefragt, was fasziniert einen denn so an diesen Viechli? Natürlich, sie sind immer sehr interessant. Oder? Und man kann sich sehr viele Fragen stellen, warum machen die Insekten, was sie auch machen. Warum hat man Probleme mit gewissen Insekten und anderen auch nicht. Generell, oder, wenn man sich mit denen befasst, oder, hat man immer mehr Fragen. Oder? Man kann wohl lange forschen, es gibt immer noch eine Frage irgendwo, wo man nicht hat können antworten konnte. Darum kann man eigentlich das ganze Leben lang Insektenforscher sein. Das ist eigentlich das Prinzip des Forschens, oder? Nicht aufzugeben, dran ja. zu bleiben. Hat es bei euch im Leben Phasen gegeben, oder das Gefühl gehabt, nein, jetzt will ich nicht mehr, jetzt ist mir zu viel, ich komme nicht weiter? Nein, eigentlich immer dran gewesen. Und vor allem, weil das Problem, also, wenn man ein Problem fertig hat, gibt es meistens noch etwas anderes. Oder die Leute sorgen immer, dass man neue Probleme schafft. Da haben wir also vor allem in der Entomologie Insekten gekund, währenddem ich in Afrika war, in den 27 Jahren. Vom Anfang an, wo die Schmierlaus eingeführt worden ist, hat es sicher etwa noch 10 andere Insekten gehabt, die auch noch eingeführt worden sind, und meistens von Wissenschaftlern. Dass Maniok als Grundnahrungsmittel plötzlich gefährdet war, der hat es angedeutet, das hängt mit der Laus zusammen, der Schmierlaus, die ist eingeführt worden. Und die hatte keine natürlichen Finde mehr gehabt. Das hat zu was geführt? Katastrophe. Oder? Also das heisst, dass die Schmierlaus, die keine Finde hatten, sich sehr schnell können vermehren konnten. Fast eben, ohne irgendein Problem zu haben. Oder? Normalerweise in der Natur gibt es ja immer wieder eine Balance, also ein Gleichgewicht. Und mit dieser Einführung haben wir das Gleichgewicht gestört. Und so sich ganz frei können vermehren. In der modernen Welt sagt man, also, dann muss man Pestizide spritzen. Ja, das haben wir auch probiert. Und das war die originale Idee gewesen, dass man einfach spritzt. Und also Chemiesprühe von Senegal bis nach Mosambik. Also, wenn man sich vorstellen, was das gegeben hat. Über 20 Länder. Ja. ja, über 20 Länder. Oder? Und natürlich sind es 200 Millionen Leute, die in diesem Gebiet gewohnt haben. Heute sind es über 400 schon. Und die sich mit dem Maniok täglich ernähren. Und natürlich, wenn man Chemie draufspritzt, wird sie auch gegessen. Genau. Und ihr habt euch gesagt, als Forscher interessiert mich ein anderer Ansatz. Und seid überlegen, was könnte der Laus, der Garaus machen? Und das ist eine interessante Geschichte. Die musste suchen, während mehr als einem Jahr.
Ja, wir müssen suchen. Ich habe eigentlich nur gewusst, dass die Schmierlaus von Lateinamerika kommt, irgendwo zwischen Mexiko und Argentinien. Und die Schmierlaus ist 2 mm groß. Also, und was komisch ist, dass kein Wissenschaftler, der mit Manioc gearbeitet hat, auch in Lateinamerika, die Schmierlaus jemals gesehen hat. Und darum war die Idee, aha, etwas muss man unter Kontrolle halten und sehr gute Kontrolle, dass man sie nie gesehen hat. Mhm. Und der sieht den Kontrolleur suchen. Wie macht man das? Ja, da hat man gewisse Anhaltspunkte. Also, was ich gemacht habe, mal geschaut, wo kommt der Maniok genau her. Die Idee war, dass wenn man den Ort findet, wo die grösste Diversität der Maniokpflanzen ist, findet man wahrscheinlich auch die grösste Diversität von Insekten. Mhm. Und das Problem ist, dass es 5 sättige Gebiete gab, zwischen Mexiko und eben Argentinien. Und die hat er abgeklappert? Die haben wir abgeklappert, ja. Innerhalb von einem Jahr war ich fast überall. Nicht nur einmal, manchmal zweimal sogar. Viel umeinandergefahren, umeinandergeflogen. Und auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Natürlich, man kann nicht ganz alleine da irgendwo in den Busch rausgehen. Sehr oft gefährlich gewesen. Und Zentralamerika war dann auch sehr gefährlich gewesen. In Nicaragua hatte es einen Krieg, einen Bürgerkrieg. Und auch in Honduras hatte es immer noch ein Problem gehabt. Also man ist sehr oft in Problemgebiete reingekommen. Aber man musste einfach schauen. Und irgendwann hat er gemerkt, dass es ein Wespe, ein Schlupfwespe, wo der die Laus offensichtlich unschädlich macht. Ja, die haben wir gefunden, schlussendlich in Paraguay, oder? Also ganz zunächst in Mexiko angefangen zu suchen. Hat wieder am anderen Ort angefangen, oder? Ja, aber ja, das ist eben mit den, also Europäer, oder? Fahrt man mal im Norden an, geht nach Süden. Also, hätte ja können Süden anfahren, dann hätten wir es innerhalb von 3 Monaten schon gehabt. Aber, ja, nein, das war eigentlich schon gewesen, oder? Weil, oder? Das ist ja mein bestes Erlebnis im Leben, oder? Die Gebiete zu absuchen, oder? Also, es war fantastisch gewesen. Plätze, wo wahrscheinlich fast niemand ist hergekommen. Oder wo nur die Leute, die hergegangen sind, früher Explorateure, Ethnologen, Anthropologen. Und an diesen Orten bin ich dann nachgegangen. Jetzt hat er also das Wespe gefunden. Jetzt, wie bringt man das eine Wespe von Panama nachher über auf Afrika? Und hauptsächlich, wie bringt man es in genügendem Ausmaß, dass es überhaupt etwas nützt? Ja, also da haben wir nur ganz wenig überbracht. Und die haben wir ganz genau untersucht, dass man ja nicht etwas einführt, wo dann noch ein grosses Problem hat. Eine neue Art von Laus. Ja, ja, genau. Und das haben wir also ganz super gemacht, über eine Quarantäne in England. Oder? Haben wir dann monatelang haben wir die Viecher noch studiert. Und dann haben wir also nur die Erwachsenen, Schlupfwespe, die sind auch so 2 mm gross, nach Afrika gebracht. Also eigentlich weniger als 100 von denen mal eingeführt. Und die haben wir dann in Afrika vermehrt und losgelassen. Und das heisst, er musste mit vielen Leuten aus Afrika arbeiten, die dazu erziehen, dass sie sozusagen Wespe-Farmen aufbauen können, dass er in genügender Anzahl die Tiere parat hat. Ja, wir haben selber eine Fabrik, Insektenfabrik gebaut in Benin, wo wir also über 1 Million von diesen Schlupfwespen produziert haben. Und dann haben wir noch so Maschinenentwickler, die wir einen Flüger hatten, um die Viecher vom Flüger Das heisst, ihr seid nachher mit dem Flugzeug. Hat der Wespe abgeworfen? Ja. In grosser Zahl. Wie viele Millionen? Ja, so fast etwa 2 Millionen. Knapp 2 Millionen. Wir haben Stoffwespe, wir haben noch ein paar andere. Wir haben so Marienkäfer immer noch gehabt. Aber dann hat es den Flügel ausgehängt. Ja. Vor allem mit den grösseren. Mit den kleineren ist es gegangen. Ganz kleine Himmeljügel immer noch gehabt. Das ist besser gegangen. Aber schlussendlich hat sich nur das Stoffwespe etabliert. Überall. Ob es in der trocken, hoch, tief, nasse Gebiet war. Hat es da politische Probleme gegeben, um das durchzusetzen? Weil, ich kann mir ja vorstellen, dass in 24 Ländern sind umeinander gefurzt und hat die Wespe abgeworfen. Ja, natürlich. Ja, da ist ja fast abgeschossen worden in Ghana. Jetzt ist die Armee gekommen, das wollte auf den Flieger schießen. Und als wir mal von Mosambik zurückgeflogen über Tansania. Sie ist also die Tansania Air Force gekommen und hat den Flüger zum Landen gebracht.
weil sie per Zufall über das Gebiet geflogen sind, das abgesperrt war. Und das war die Zeit von Südafrika Apartheid. Und dann sind ja die Anti-Apartheid-Leute dort entcampt. Und von dort aus haben sie die Aktionen in Südafrika gemacht. Dann hat er einfach die Wespenkisten aufgemacht und dann sind die wieder abgesäckelt, oder? Ja, es hat schon eine Diskussion gebraucht, bis der Pilot und der Mechaniker, die im Flieger waren, dann wieder los können. Also 3 Tage lang sind sie dort beim Hocken in Tansania ausgefragt worden. Aber der Verfolg ist unglaublich. Damit ist jetzt eigentlich wirklich das Problem gelöst. Es hat ein natürliches Gleichgewicht gegeben. Und ihr seid der Vertreter von einer ökologischen Landwirtschaft, von Kleinbauern. Und da gibt es ja jetzt neue Probleme. Ihr habt gesagt, wenn man eins gelöst hat, kommt das nächste. CC-Fleuge zum Beispiel. Ja, das ist auch ein grosses Problem. Das befällt über 40 Millionen Tiere quer über Afrika. Auch wieder von Senegal bis fast nach Mosambik. Und es gibt Gebiete, die sehr stark befallen sind von CC-Fleugen. Und das bringt Tiere um? Ja, das also innerhalb von 3 Monaten, wenn ein Tier gestochen wird von einem CC-Fleugen. Also Äquivalente bei den Leuten sagen wir Schlafkrankheit, bei den Tieren sagen wir Nagana. Mhm. Aber es ist die gleiche Parasit, ein Trypanosom, verwandt mit dem Malaria-Parasit. Und vor allem Ochsen oder also Kühe befallen und sterben ab. Also und Ochsen, die braucht man, sei es in Äthiopien oder in anderen Ländern, als Traktor. Ja, das ist das Wichtigste, dass man die Felder abstellen kann. Wenn die sterben, kann man nicht mehr säen, man kann nicht mehr ernten. Und jetzt ist der Hans-Rudi Herren wieder aktiv geworden und hat so ein lustiges Zelt. Ist das ein Fleugenhotel? Ja, wir können schon sagen, Hotel ist das Problem. Da kann man nur mehr einchecken, aber nicht auschecken. Ja. Da kommt man mal rein, aber dann nicht mehr raus. Und das ist so ein Modell von so einer Falle. Und jetzt wieso unter blau, oben eine komische Flasche? Ja, wir haben herausgefunden, oder Forscher das gemacht und sogar bevor ich da bin, also nicht meine, also ich habe es nicht selber erfunden. Wir haben natürlich die Originalfallen immer noch ein bisschen abgeändert für verschiedene Arten. Es gibt ja 23 verschiedene CC-Flügenarten, nur eine. Und darum ist das kompliziert. Jede hat ein bisschen anderes Verhalten. Ja. Mhm. Und das Blaue tut es anziehen von sehr weit weg. Und dann, wenn sie das Schwarze sehen, dann gehen sie auf das Schwarze landen. Mhm. Dann schauen sie natürlich auf. Und sehen Licht. Und wir wissen, was die Insekten machen, wenn sie Licht sehen, gehen sie gegen das Licht. Und dann obendrein gehen sie da in die Flaschen rein. Und ja, die verbrennen dann. Und natürlich, wie der Sonne in Afrika ist, der recht heiß. Also, die rösten sie dann in der Flasche sozusagen. Ja. Und damit kommen sie dann rein und tun sie natürlich leer. Oder damit können wir sie dann rausholen wieder. Aber tot. Ja. Also für sie ist es der eigentlich kann man die Falle sein lassen. Das ist das Problem, wenn man wissen will, wie viele Flüge es hat und welche Arten, muss man also recht regelmäßig rausnehmen, bevor die Ameisen sie alle auffressen. Ja, sonst merkt man, die Falle hat nicht funktioniert. Ja. Sie ist immer gelehrt. Ja. Ist es erfolgreich? So ein einfaches Ding, das eigentlich jeder kann fast selber machen unter Anleitung? Ja, darum wollen wir das etwas entwickeln, wo die Bauern selber können machen, die können das selber nähen, müssen den Stoff kaufen, den gibt es. Natürlich, manchmal sieht man die Leute mit blauen Hosen umeinander laufen, das ist ja schon passiert. Oder? Das stimmt. Ja, das ist nicht so gut für die CC-Flüge, aber meistens funktioniert es. Also werden die Fallen so etwa 4 Stück pro Quadratkilometer der Landschaft verteilt und die Flüge werden angezogen. Und es ist lustig, weil vorhin, wenn ihr gehört habt, erinnern mit seinem Geiss. Mhm, wir haben nämlich auch noch etwas gefunden, ist, dass die gewissen Tiere die Flüge abstoßen, der Gestank, also der Duft, sagen wir es mal, von der Wasserböck. Darum das System funktioniert zwei. Die eine fliegt um anziehen und eine Kühe um ein Halsband machen, wo die Flüge abstoßen. Also eigentlich, wenn die Kühe in der Landschaft werden sie abgestoßen von der Kühe und gehen in die Fallen rein. Super. Ist das für alles eine Lösung? Ich meine, euer Denkansatz über natürliche Überlegungen zu Lösungen zu kommen, die in der Landwirtschaft erfolgreich sind? Wenn man umschaut, sieht man, dass die Natur uns eigentlich alles gegeben hat, was wir brauchen. Oder Flüger hat man ja einem Vogel abgeschaut. Natürlich könnte ich mit einem Vogel nicht so weit umeinander fliegen, wie ich jetzt tue. Aber immerhin. Oder? Also die Natur, von der kann man sehr viel lernen. Man muss aber nur studieren und man muss so auch einsetzen. Und das ist, was man eigentlich, oder was ich immer gemacht habe, statt zur Chemie gehen, die teuer ist, man ist nie fertig.
mit der Schmiel aus, würden wir heute noch spritzen. Mhm. Jetzt haben wir schon vor fast 20 Jahren aufgehört mit diesen Wespen. Die machen einfach ihre Arbeit. Im Stillen kann man leiden. Ihr seid jetzt 66, seit einem ganzen Leben in der Forschung. Ein Forscher lässt sich nie pensionieren. Der bleibt immer dran. Ja, also ich sehe noch kein Ende zu meiner Arbeit. Oder natürlich, ich tue mir auch immer etwas Neues raussuchen. Mit der Arbeit in Afrika bin ich nach USA, nach in die Politik hineingegangen. Also nicht lokale Politik, sondern Wissenschaftspolitik und vor allem Entwicklungspolitik. Hier in der Schweiz habe ich eine Stiftung, bin auch wie so eine Stiftung aufgestellt. Also eigentlich habe ich Arbeit, bis ich 100 werde. Vielleicht werde ich so alt, vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber also, ich werde ganz sicher dranbleiben, bis. Also noch lange. Also, bis wenn, weiß ich nicht, oder? Wo es noch rumlaufen kann. Der hat Kind, eine Frau, die ebenfalls Forscherin ist. Seht ihr einander noch? Oder seid ihr primär eine Skype-Gemeinschaft? Also, Skype, ja, ich weiß nicht, das ist alles gratis. Wir wissen, wer da Geld verdient damit. Aber also, wir brauchen das viel. Ja, Frau studiert Bienen. Also, sie hat ein weltweites Bienenprogramm bei der UNO in Rom. Also, ich glaube, die meistens profitieren von unserem Leben, ist die Fluggesellschaft. Also, unsere Fluggesellschaften. Habt ihr das Gefühl, es verändert sich etwas? Es gibt ein grösseres Bewusstsein über solche Zusammenhänge? Ja, ich glaube, wir haben langsam kommen wir schon irgendwo her mit dieser ganzen Arbeit. Wir haben das grosse Programm oder, mit der Biowiesenstiftung, Kurswechsel Landwirtschaft. Und dort wollen wir einfach so ein neues Paradigma der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft und vom Nahrungssystem. Oder? Man muss natürlich auch Zusammenhänge sehen zwischen Ernährung und Produktion. Das geht nicht einfach das eine oder das andere. Ein bisschen weniger fortschießen, ein bisschen bewusster kaufen, ja, und bewusster essen und leben. Ja, und auch Sinn. Divers, oder? Vielfältig. Mhm. Das ist, glaube ich, was wichtig ist für die Ernährung, auch für den Bauern, der produziert. Vielfältigkeit, und das bringt auch Nachhaltigkeit. Danke vielmals, Hans-Rudi Herren, für die wichtigen Erkenntnisse. Und man muss eben dranbleiben und immer ein bisschen weiter nachdenken. Ja, ganz genau. Dank. Okay, vielen Dank, Herr. Danke. Vielen Dank, Moment. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen inspirieren können mit dem Spruch: dranbleiben. Man kann damit auch die Welt verändern oder zumindest auch ein bisschen seinen eigenen Alltag. Ich hoffe, wir haben euch Mut gemacht dafür. Und wer jetzt noch ein bisschen beim Fernsehen dranbleiben möchte, da ist das NZZ-Format für euch parat. Wir als Sendung bleiben auch dran, denn für nächste Woche haben wir schon wieder vier neue, wirklich faszinierende Persönlichkeiten auf der Matte. Also ich zähle mit euch. Bleibt auch dran. Bis nächsten Donnerstag. Ciao zusammen. Tschüss. Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbacher.